4 Geschichten, hatte ich versprochen. 4 Geschichten, wie sie uns die Bibel erzählt. Geschichten für kleine und große, für traurige und fröhliche, für übermütige und für nachdenkliche Leute. Erzählen wird sie Hans Pätsch, der kann das viel besser als ich. Und deshalb sag ich jetzt Ade. Am Anfang. Wisst ihr, was am Anfang war? Ganz am Anfang, lange bevor ihr gelebt habt, bevor es überhaupt Menschen gab? Die Bibel erzählt es uns so. Am Anfang, da war schon Gott. Gott ist nämlich immer da. Immer und überall. Und Gott hat die Erde gemacht. Und den Himmel. So fing es an mit unserer Erde, mit dem Leben. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Aber die Erde war leer, war tot. Es gab noch kein Leben und auch kein Licht. Da hat Gott das Licht gemacht. Er hat nur gerufen, Licht. Da war alles hell. Gott muss nur etwas sagen, dann ist es auch schon geschehen. Dann hat sich Gott unseren blauen Himmel ausgedacht, nachdem wir uns immer sehnen, wenn es mal ein paar Tage regnet und wir vielleicht gerade Ferien haben. Und Gott hat die Wolken gemacht, die leichten, weißen und die großen, schweren, die ihre Bäuche bis oben hin mit Wasser gefüllt haben. Dann hat Gott Wasser und Land voneinander getrennt, hat den Meeren, Seen und Flüssen einen Platz zugewiesen und dem Land auch. Nun können Bäume wachsen, hat Gott gesagt, und Blumen. Und er hat sich unzählbar viele bunte Pflanzen ausgedacht. Kriechende und kletternde, starke und zarte, weiche und stachelige. Was war die Erde auf einmal bunt? Ein wunderbarer, wilder Garten. Dann hat Gott die Sonne gemacht und den Mond und Milliarden von Sternen. Er hat den Tag gemacht, an dem wir arbeiten und spielen, und die Nacht, in der wir schlafen und träumen. Doch damit war Gott natürlich noch nicht fertig. Jetzt kam Leben auf die Erde und ins Wasser. Fische machte Gott, kleine, große, rundliche, schlanke. In allen Farben und Formen. Und Vögel machte Gott. Amseln und Albatrosse, Pelikane und Papageien, Spatzen und Spechte, Meisen und Möwen, Tauben und Tukans. Das war ein Geflatter und Gezwitscher auf einmal am Himmel. Und auf der Erde? Gottes Fantasie ist grenzenlos. Schaut euch nur ein paar der vielen, vielen Tiere an, die auf dem Land leben und die Gott gemacht hat. Das massige Nashorn und den hakenschlagenden Hasen, den drolligen Affen und das wollige Schaf. Und dann, ja, und dann hat Gott die Menschen gemacht, die Krönung seines Werks. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Alle Menschen in allen Ländern. Ob Sie das wissen? Damals jedenfalls am Anfang, da haben Sie es gewusst. Ihr sollt meine Schöpfung verwalten, hat Gott gesagt. Ich gebe euch alles, was ihr dafür braucht. Ihr sollt meine Kinder sein. Und dann sah sich Gott alles an, was er geschaffen hatte. Die ganze Welt, Tiere und Pflanzen und die Menschen. Und Gott sah, alles war sehr gut. Und heute? Heute ist gar nicht mehr alles sehr gut. Ob das daran liegt, dass die Menschen vergessen haben, wir sind Gottes Kinder? Dass sie vielleicht sogar Gott vergessen haben?
Dann wird es Zeit, dass sie sich wieder daran erinnern. Oder was meint ihr? Da war ein Mann, der kannte sich gut in der Bibel aus und er war ziemlich stolz darauf. Als Jesus einmal vorbeikam, dachte er, ich will mal sehen, ob Jesus auch so viel aus der Bibel weiß und ob er genauso denkt wie ich. Ich tue so, als hätte ich keine Ahnung. Und er fragt Jesus, Meister, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Jesus fragte zurück, wie steht es denn in der Bibel? Da musste der kluge Mann nun doch sagen, was er wusste. Da steht, du sollst Gott herzlich lieb haben und auch deinen Nächsten. Richtig, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du in den Himmel kommen. Jetzt fühlte sich der Mann ein bisschen blamiert und sagte schnell, ja, das weiß ich schon. Aber wer ist denn das, mein Nächster? Ich will es dir mit einer Geschichte erklären, antwortete Jesus. Und dann erzählte er. Ein Mann will von Jerusalem nach Jericho reisen. Unterwegs aber lauern Räuber. Sie überfallen ihn und schlagen ihn fast tot. Dann nehmen sie ihm alles ab, was er bei sich hat, und laufen weg. Ihn lassen sie einfach liegen. Was aus ihm wird, ist ihnen egal. Nach einiger Zeit kommt ein Priester den Weg entlang. Er ist im Tempel in Jerusalem gewesen. Dort hat er Opfer für Gott gebracht. Das ist sein Beruf. Der Priester sieht den Schwerkranken liegen. Aber schnell guckt er in eine andere Richtung. Er will ihn nicht sehen, denn er will auch nicht helfen. Er geht weiter, als wäre nichts gewesen. Dann kommt noch ein Mann. Er ist auch im Tempel gewesen und hat dort gedient. Und er macht es auch nicht besser als der Priester. Als er den verletzten Mann sieht, kriegt er einen Schrecken. Wenn nun die Räuber noch in der Nähe sind und ihn überfallen, nichts wie weg, denkt er. Und läuft weiter. Schließlich kommt noch ein dritter Mann vorbei. Er ist kein Priester oder sowas Ähnliches. Ja, er ist noch nicht einmal ein Mann aus dem Volk Israel. Er kommt aus Samarien. Die Leute heißen Samariter. Im Volk Israel verachten sie die Samariter. Sie sagen, die sind gar nicht richtig fromm. Na, der wird doch sicher erst recht vorbeigehen und den Kranken liegen lassen. Oder? Nein. Der Samariter kommt heran und sieht sich den Mann an. Er hat Mitleid mit ihm. Er holt allerlei gute Sachen aus seiner Satteltasche. Dann macht er dem armen Mann die Wunden sauber und verbindet sie, so gut er kann. Schließlich hilft er ihm auf und setzt ihn auf seinen Esel. Ganz vorsichtig macht er das, um dem Verletzten nicht unnötig weh zu tun. Ein ganzes Stück müssen sie sich noch weiter quälen. Dann kommen sie an ein Gasthaus. Der Samariter mietet ein Zimmer und bringt den Kranken ins Bett. So gut es geht, sorgt er für ihn. Am nächsten Morgen verabschieden sie sich. Der Samariter gibt dem Wirt genügend Geld und sagt, sorge gut für den Kranken. Wenn es noch mehr kostet, bezahle ich dir den Rest, wenn ich wieder vorbeikomme. Diese Geschichte erzählte Jesus. Und dann sagte er zu dem klugen Mann, nun, wer war wohl der Nächste für den, der überfallen worden war? Das war ja nicht schwer zu raten. Der ihm geholfen hat natürlich, antwortete er. Richtig, sagte Jesus.
Und nun mach du es genauso. Genauso, dachte der kluge Mann, wenn ich einen sehe, der überfallen wurde. Ach nein, Jesus meint sicher nicht nur den, sondern dass ich immer helfen soll, wenn ein anderer in Not ist. Wenn ich Gott lieb habe, ist es eigentlich klar, dass ich auch den Nächsten lieb haben soll. Zachäus sitzt an seiner Kasse neben dem Tor. Reisende kommen und wollen in die Stadt. Halt, ruft Zachäus. Niemand darf vorbei. Erst müsst ihr Geld bezahlen. 2 Goldstücke. Wir sind arme Leute, stöhnen die Reisenden. Ist mir egal, schimpft Zachäus. Das Geld ist für die fremden Soldaten im Land. Wenn ihr es mir nicht gebt, dann kommen sie und bestrafen euch. Zähneknirschend geben sie Zachäus das Geld. Zachäus lacht. Er ist wieder reicher geworden. Denn er wird nur 1 Goldstück an die fremden Soldaten geben. Das andere behält er für sich. Ja, er lacht. Aber richtig glücklich ist er doch nicht. Denn keiner mag ihn. Alle ärgern sich über ihn. Und eigentlich weiß Zachäus ja auch, dass er selbst schuld ist. Es ist sehr böse, was er da tut. Zachäus hört, dass Jesus kommt. Da denkt er, Jesus möchte ich mal sehen. Der ist so berühmt, alle reden von ihm. Und er denkt auch, ob es stimmt, dass Jesus alle Leute lieb hat. Mich sicher nicht, denn mich mag keiner. Er rennt dahin, wo Jesus ist. Aber es sind so viele Leute da, dass er Jesus nicht sehen kann. Zachäus ist nämlich ziemlich klein. Und die vielen Leute lassen ihn auch nicht durch. Einen anderen hätten sie vielleicht durchgelassen. Aber Zachäus? Nein, den mögen sie nicht. Zachäus läuft die Straße entlang, die Jesus gehen wird. Da vorne ist ein Baum. Wenn er darauf sitzt, kann er Jesus sehen. Zachäus klettert hinauf. Da kommt Jesus auch schon. Genau kann Zachäus beobachten, wie Jesus vorbei... Nein. Er geht ja gar nicht vorbei. Er bleibt unter dem Baum stehen und sieht hinauf. Jetzt sagt er, Zachäus, komm schnell runter. Woher kennt er mich? Wundert sich Zachäus. Jesus spricht weiter. Komm, ich will dich besuchen. Mich, denkt Zachäus. Ausgerechnet mich, den gemeinen Kerl, will Jesus besuchen. So schnell er kann, rutscht Zachäus den Stamm runter. Er führt Jesus zu seinem Haus. Die Freunde von Jesus kommen auch mit. Schnell trägt Zachäus etwas Gutes zum Essen herbei und tischt es seinen Gästen auf. Er freut sich so, dass Jesus ihn nicht verachtet. Es stimmt also, Jesus hat alle Menschen lieb, auch die, die viel Böses getan haben. Die Leute sind Jesus bis vor das Haus von Zachäus gefolgt. Sie ärgern sich. Warum geht Jesus zu Zachäus ins Haus, schimpfen sie. Zachäus ist ein ganz gemeiner Mensch, der uns alle betrügt. Wir würden noch nicht einmal mit ihm reden, erst recht nicht uns an seinen Tisch setzen. Zu dem geht Jesus und zu uns nicht. Das ist ungerecht. So schimpfen sie. Sie wissen nicht, dass Zachäus mit dem Betrügen aufhören will. Er sagt zu Jesus, die Hälfte von meinem Geld gebe ich den armen Leuten. Und wo ich einem 1 Goldstück zu viel abgenommen habe, gebe ich ihm 4 Goldstücke zurück. Ja, Zachäus will ganz neu anfangen. Er ist so glücklich,
weil Jesus ihn lieb hat. Nun will er keinen anderen mehr unglücklich machen. Jesus sagt zu ihm, du bist heute gerettet worden. Dafür bin ich auch gekommen. Ich will alle die suchen, die selbst darüber traurig sind, dass sie so viel Böses getan haben. Ihnen will ich zurechthelfen. Sie will ich glücklich machen. Kommt, wir wollen über den See fahren, sagt Jesus. Oh ja, da sind die Jünger einverstanden. Den ganzen Tag hat Jesus den Menschen von Gott erzählt. Viele sind dabei ganz froh geworden. Jetzt wollen sich die Jünger auf der Überfahrt ein bisschen ausruhen. Und dann soll es auf der anderen Seite des Sees weitergehen. Zu Anfang ist es auch eine schöne und ruhige Fahrt. Die Wellen plätschern leise an das Boot. Ein sanfter Wind treibt sie langsam über das Wasser. Alle ruhen sich aus. Auch Jesus ruht sich aus. Er hat sich auf ein Kissen gelegt und schläft. Er ist so müde vom Reden mit den vielen Menschen. Doch auf einmal wird der Wind stärker und immer stärker. Die glatte Wasserfläche wird unruhig, als würde sie kochen. Höher und höher türmen sich die Wellen. Der Wind ist zu einem gewaltigen Sturm geworden. Er treibt das hilflose Boot mit zerfetztem Segel vor sich her. Die Wellen kommen haushoch daher, mit spritzenden Schaumkronen obendrauf. Mal wird das Schiff von dem aufgewühlten Wasser emporgerissen, dann saust es wieder in ein Wellental hinunter. Die Jünger haben furchtbare Angst. Ihr Schiff schaukelt so, dass sie sich kaum halten können. Immer schlimmer wird es. Jeden Augenblick kann das Schiff umkippen und sie müssen alle ertrinken. Und Jesus. Jesus schläft ruhig weiter. Aber wie kann er denn nur schlafen bei diesem entsetzlichen Sturm? Jeder andere wäre bleich vor Schrecken aufgesprungen und hätte versucht, mitzuhelfen, zu retten, was zu retten ist. Aber er liegt nur da und ruht sich aus. So, als wäre er ganz sicher und geborgen. Und vielleicht ist er das auch. Doch er ist geborgen, weil er Gott vertraut. Aber das begreifen die Jünger nicht. Sie fürchten sich. Sie schuften verzweifelt, um sich zu retten. Der Schweiß steht ihnen auf der Stirn. Oder ist es der Angstschweiß? Da halten sie es nicht mehr aus. Sie rütteln Jesus wach und schreien, Jesus, hilf uns! Ist es dir gleich, wenn wir untergehen? Da steht Jesus auf und sagt zu seinen Jüngern, warum habt ihr so viel Angst? Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir und zu Gott? Die Jünger wundern sich. Wenn es so schlimm steht und wenn man so furchtbare Angst hat, kann man denn da noch vertrauen? Kann Jesus denn helfen? Jetzt streckt er den Arm aus. Mit lauter Stimme befiehlt er dem Sturm und dem Wasser, seid still. Still. Und in ganz kurzer Zeit ist es still. Völlig ruhig. Kein Lüftchen weht mehr. Das Wasser liegt glatt wie ein Spiegel. Ist denn so etwas möglich? Die Jünger staunen über den ruhigen See, aber besonders über Jesus. Was ist das für ein Mann? Er befiehlt dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen. Wo hat man so etwas schon gehört? Wenn sie es nicht selbst miterlebt hätten, würden sie es kaum glauben, wie mächtig Jesus doch ist. Ihm wollen sie auch in Zukunft
immer vertrauen.